Wir haben noch weitere hochkarätige Fundstücke aus dem Jahr 1995 gefunden, die die 15 Grad als globale Basistemperatur bestätigen. Und wir werden in dem nun folgenden Video noch weitere Argumente und Nachweise aus allererster Quelle vorlegen, warum die Gefährlichkeit der Erderwärmung definitiv ein Schwindel ist. Konkreter Anlass für dieses kritische Video über den Klimafolgenforscher Stefan Rahmstorf waren seine bedenklichen Behauptungen bei seinem Vortrag bei der Uni Mainz am 2. November 2019. Deshalb werden wir nun in den nächsten gut 120 Minuten über weitere Rahmstorf-Täuschungen, unter anderem durch Weglassen und durch Manipulation von wichtigen Fachbegriffen, im Buch »Der Klimawandel« informieren. Über die Täuschung informieren, die Stefan Rahmstorf mit einer vermeintlichen Exxon-Grafik aus dem Jahr 1977 sowohl bei seinem Vortrag als auch in seiner Spiegel-Online-Kolumne im November 2019 abgezogen hatte. Und Sie werden auch nebenbei erfahren, wie Sie im Herbst 2019 bei den drei deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen TV-Sendern ZDF, ORF und SRF getäuscht worden sind, als dort die deutschsprachige Variante der BBC-TV-Dokumentation »Klimawandel – Die Fakten« ausgestrahlt worden ist. Aber wir liefern noch viel, viel mehr kritische Detailinformationen, deren Quellenlinks wir allesamt in der Infobox bzw. auf unserer Webseite zu diesem Video bereitstellen werden. Das regt die Fantasie an, oder?